Jens, ich habe eine Frage von einem von unseren Kunden bekommen, ne? Der fragt, warum die Klemmen von so einem kleinen Überspannungsschutz mit so einem hohen Anzugsdrehmoment festgeschraubt werden müssen und was passiert, wenn er das nicht macht? Ja, das ist eine interessante Frage. Und ich kann mir vorstellen, was passiert, wenn die nicht mit dem richtigen Drehmoment angeschlossen werden. Aber ich denke, das sollten wir uns mal im Labor von den Spezialisten zeigen lassen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja? Okay, dann gehen wir da mal hin. Hallo. Hallo? Hi. Hallo. Du, wir haben mal eine Frage, bei der du uns bestimmt helfen kannst. Und zwar, was ist im Fall einer Überspannung, wenn die Leiter an dem Überspannungsschutz nicht mit dem vorgeschriebenen Anschlussdrehmoment festgeschraubt wurden? Ja, also bei Überspannungsimpulsen entstehen sehr hohe dynamische Kräfte, Ja. die bewirken, dass sich der Leiter bewegt. Und ja, da habe ich einen Versuchsaufbau hier, da können wir euch das einmal zeigen. Ja. Zwar haben wir hier, wenn ich den jetzt nur handfest festschraube Ja. und einmal einen Impuls abgebe, circa 40 Kiloampere, Mhm. dann können wir ja sehen, was passiert. Okay, ich bin gespannt. Und dann müssen wir einmal hier rausgehen. Alles klar. Dann. Oh, das ist ja ein Hammer. Der hat ja das Kabel tatsächlich aus der Klemme rausgezogen. Ja, das sind diese dynamischen Kräfte. Okay, gut, klar. In dem Fall hat man jetzt natürlich auch den Fehler gemacht, dass wir es nicht richtig festgeschraubt haben, sage ich mal, ne? Aber wie würde denn das jetzt zum Beispiel aussehen, wenn du es mit dem vorgeschriebenen Anschlussdrehmoment festschraubst? Ja, da können wir den Versuch ja nochmal durchführen, Ja. mit dem richtigen Drehmoment. Ja, okay. Ich schraube das hier mal wieder handfest fest. Und dann habe ich einen Drehmomentschrauber. Bei diesem Produkt haben wir einen Drehmoment von 4,5 Newtonmeter. Okay. Das überprüfe ich jetzt. So, Ah, bis okay. es knackt. Und jetzt können wir den Versuch nochmal durchführen. Alles klar, das machen wir. Jo. So, jetzt ist der Leiter drin geblieben. Ja. Okay. Ja. Alles klar. Nee, das ist schön. Okay, das heißt also, wir merken uns, Anschlussdrehmoment ist deswegen wichtig, damit nicht im schlimmsten Fall das Kabel rausgezogen wird, dass keine Lichtbögen Ja. entstehen und so weiter. Okay, alles klar. Sehr eindrucksvoll. Dann vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Ja. Mal. Dankeschön. Tschüss. Ciao.